Und damit Servus Sportsfreunde und willkommen, falls du neu auf diesem Kanal bist. Mein Name ist Marcel Reiter und heute geht es darum, wie du so schnell wie möglich Fett verlieren kannst, aber maximal Muskeln halten kannst. Also falls du in letzter Zeit durch Corona in der Quarantäne ein bisschen zugenommen hast oder schon länger im Aufbau bist oder generell ja einfach ein bisschen dicker bist, willst du jetzt ja das Fett verlieren, aber vielleicht auch gleichzeitig Muskulatur aufbauen, dann habe ich heute das perfekte Video für dich und dann würde ich sagen, starten wir gleich rein. Los geht's! So, und ich starte gleich mit dem ersten Tipp rein und der erste Tipp ist, trinkt jeden Morgen mindestens einen halben Liter Wasser. In meinem Fall sind das hier 2 Gläser. Wieso sollte man jeden Morgen mindestens einen halben Liter Wasser trinken? Das liegt einfach daran, der Muskel besteht zu 70% aus Wasser. Generell euer ganzer Körper besteht fast nur aus Wasser. Jetzt ist es so, am Morgen haben viele ja oft vermeintlich Hunger und wollen sich schon irgendwie ein Brötchen beim Bäcker holen oder ja irgendwas. Und wenn sie jetzt aber so ein Glas Wasser oder 2 Gläser Wasser trinken, dann füllt sich erstmal der Magen und dann merken die meisten erst so, okay, ich hatte gar keinen Hunger, ich hatte eigentlich Durst, der Körper braucht Flüssigkeit und so verschiebt sich der Hunger dann meistens um 2-3 Stunden raus und das ist sehr, sehr gut für eine Diät. Also jeden Morgen einen halben Liter Wasser. Prost! I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, euro. Peso, peso. Add it up, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, add it up. So, erste Mahlzeit des Tages, richtig nice ein Porridge. Wir haben hier 30 Gramm Haferflocken, eine ganze Packung Magerquark, also 250 Gramm und dann noch so 200 Gramm Heidelbeeren. Eine richtig nice Mahlzeit für die Diät generell am Morgen. Wir haben einfach viel Eiweiß, viel Protein, viele Ballaststoffe, auch durch die Haferflocken, aber auch durch die Heidelbeeren und auch viele Mikronährstoffe. Das würde ich immer so empfehlen, so 1 bis 2 Stunden vor dem Training, viele Proteine hier durch den Magerquark, damit einfach der Muskel geschützt bleibt. In der Diät sollten wir wirklich darauf schauen, dass wir genug Eiweiß essen, damit der Muskel geschützt bleibt. Also mindestens 2,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Und dann sollten wir auf jeden Fall schauen, dass wir auch das Eiweiß so rund um das Training essen. Also ich sag mal so 1 Stunde vor und 1 Stunde nach dem Training, damit der Muskel auf jeden Fall geschützt bleibt. So, ich snack mir das jetzt rein. Mahlzeit. Mmh. Hey. Slide with me if you feel like 550 on the 5-stick. You can get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the 5-stick. You can get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Hey. Coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. So, wir haben es jetzt circa 11:30 und für mich geht es jetzt ins Training. Eine richtig geile Oberkörper-Session steht an. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Trainingsaufnahmen und dann geht es danach weiter mit dem 3. Tipp, wie ihr schnell Fett verlieren könnt. Bis gleich. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I was waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, euro. Peso, peso. Add it up, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, add it up. Me, everything is on me, gon' back it up. Matter what.
told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. I do roll like a Mack truck. Country heart, I'ma cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month. I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying Carhartt, car to get tatted up. All that other bull, it don't matter much. You only climb me, I put the ladders up. No fault, I done doubled up on the workload. I think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money, then we lay low. Then we lay low. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, peso, peso. Add it up, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, peso, peso. Add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. So, Sportsfreunde, Training wurde beendet und jetzt gibt es als Post-Workout-Meal hier 50 Gramm Eiweißpulver, einfach weil es sehr schnell verfügbar ist, geht gleich ins System rein und ist sehr, sehr hochwertig. Wie gesagt, 1-2 Stunden vor dem Training und 1-2 Stunden nach dem Training Proteine und dazu gibt es noch eine kleine Banane, einfach ja, um die Kohlenhydratspeicher, um die Glykogenspeicher im Muskel wieder aufzufüllen, damit wir Energie für die nächste Einheit haben. Das necke ich mir jetzt rein. Mahlzeit. Slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky. Come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky. Come get high with me. So, zu Hause endlich angekommen, ja, nach dem Training. Wir haben es mittlerweile, hier seht ihr es, 16.39 Uhr. Also der Nachmittag ist auf jeden Fall angebrochen. Jetzt beschäftige ich mich ein bisschen, ich werde jetzt das Video anfangen zu schneiden. Und da komme ich jetzt schon zum vierten Tipp zu sprechen in der Diät. Haltet euch beschäftigt. Das heißt jetzt generell, also wenn ihr jetzt in der Schule seid, lernt zum Beispiel oder lest ein Buch oder ihr könnt auch von mir aus zocken, falls ihr Zeit habt oder geht spazieren. Haltet euch einfach beschäftigt. Das ist der Tipp an der Stelle. Weil die meisten Leute, wenn ihnen langweilig ist, dann merken sie erst, okay, ich hab Hunger oder mir ist langweilig, jetzt esse ich was. Und die meisten Leute essen eigentlich nur aus Langeweile und deswegen solltet ihr euch beschäftigt halten. Das ist der vierte Tipp in der Diät, haltet euch beschäftigt. Ich werde jetzt hier ein bisschen arbeiten und dann gibt es richtig geiles Abendessen. Everything is on me, gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. I do roll like a Mack truck. Country heart, I'ma cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month. I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying Carhartt, car to get tatted up. All that other bull, it don't matter much. You only climb me, I put the ladders up. No fault. I done doubled up on the workload. I think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money, then we lay low. Then we lay low. Add it up, bankroll, bankroll. Euro, peso, peso. Add it up, I'm just doing me. Everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, bankroll, bankroll. Euro, peso. So, Abendessen ist angerichtet. Schaut euch diese geile Pizza an. Richtig nice, selber gemachter Pizzateig dazu. Hühnchen mit Barbecue, ein bisschen Mozzarella obendrauf, Mais und ein bisschen Paprika. Sehr, sehr geil. Und jetzt wisst ihr auch, wieso ich am Morgen und Mittag nicht so viel gegessen habe, beziehungsweise nur auf das Eiweiß und auf die Mikronährstoffe geschaut habe, um sich auch in der Diät mal hier und da Pizza zu gönnen. Echt geil. Und das kann ich jedem einfach empfehlen. Das necke ich mir jetzt rein und dann kommen wir zum fünften Tipp, wie ihr erfolgreich und schnell Fett verliert. Abendessen wurde vernichtet und jetzt komme ich noch zum fünften und letzten Tipp zu sprechen, wie ihr schnell Fett verlieren könnt und das ist, macht erstmal die Basics. Wenn du Fett verlieren willst, genauso wenn du Muskulatur aufbauen willst, solltest du einen genauen Plan haben und einen genauen Plan verfolgen. Das erste, was du machen sollst, ist, rechne dir deinen Kalorienverbrauch aus.
Das ist einfach der Verbrauch, den was du am Tag hast, ja, wo du nicht zunimmst oder wo du auch nicht abnimmst. Sprich, das sind einfach die Kalorien, wenn du diese isst, ja, nimmst du nicht zu und nimmst du nicht ab. Willst du jetzt ja Muskulatur aufbauen und zunehmen, solltest du ca. 200 bis 300 Kalorien mehr essen als wie dieser ja, Kalorienverbrauch, den was du pro Tag hast. Und wenn du jetzt Fett abbauen willst bzw. abnehmen willst, solltest du, ich sage jetzt mal so pauschal, 400 bis 600 Kalorien ja im Defizit sein oder halt einfach weniger essen. Und jetzt denkt vielleicht der ein oder andere schon ein bisschen weiter und fragt sich so, okay, woher weiß ich jetzt, wie viel Kalorien ich esse? Und da kommt einfach eine Tracking-App ins Spiel. Ladet euch eine Tracking-App für euer Handy runter. Es gibt da mittlerweile so viele ja, verschiedene Apps. Und trackt einfach mal für 2 bis 3 Monate eure Kalorien. Weil dann habt ihr einfach mittlerweile ein Gefühl bekommen, ja, wie viel esse ich eigentlich? Esse ich eigentlich weniger, als wie ich verbrauche? Esse ich eigentlich mehr, als wie ich verbrauche? Muss ich mehr essen? Muss ich weniger essen? Ihr bekommt einfach mal ein Gefühl für die Zufuhr eurer Nahrung, beziehungsweise wie viel ihr eigentlich generell esst. Weil viele Leute, die was das Problem haben, dass sie nicht abnehmen, können, beziehungsweise dass sie immer ein bisschen dicker sind, haben einfach das Problem, dass sie von Natur aus einfach gerne essen und vom Gefühl her eigentlich immer ein bisschen weniger essen, als wie sie eigentlich wirklich essen. Genauso das Gegenteil, so wie ich dazu gehöre, sind einfach Hardgainer, die was einfach denken, ja, sie essen eh schon so viel und dabei ist es gar nicht so viel, was sich einfach mega schwer tun beim Muskelaufbau. Auch diesen hilft es einfach, wenn sie einfach mal Kalorien tracken, wenn sie einfach mal schauen, wie viel esse ich eigentlich, wie viel muss ich essen, damit ich zunehme. Das einfach an der Stelle gesagt, erster Schritt, rechnet euren Kalorienbedarf pro Tag aus, eure Erhaltungskalorien. Infolgedessen könnt ihr dann entscheiden, okay, will ich Muskulatur aufbauen oder Fett abbauen, und dann als zweiten Schritt, ja, ladet euch eine Kalorien-Tracking-App runter und trackt mal für 2-3 Monate eure Kalorien, damit ihr einfach ein Gefühl bekommt, wie viel ihr eigentlich wirklich esst. Und dann werdet ihr auf jeden Fall Erfolge verzeichnen. So, an dieser Stelle beende ich das Video. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, es konnte dir weiterhelfen. Falls ja, lass natürlich ein Like da. Und falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere diesen Kanal jetzt gerne auf Gönn-Emin-Basis, weil ich veröffentliche jeden Mittwoch und jeden Sonntag ein Video um 18 Uhr. Und dieses solltest du besser nicht verpassen. Falls du sonst irgendwelche Videowünsche hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ich gehe gerne darauf ein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, dein Gönn-Emin.